So Leute, Motor ist hier. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Hearthstone. Heute gibt's wieder was vom Magier. Ich habe ein Barnes Mage mitgebracht. Das Deck, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Auf jeden Fall gefiel mir das unheimlich gut. Hört sich wichtig an, ist aber eigentlich ein stinknormaler Tempo Mage. Mit dem Unterschied, dass da halt Barnes mit drin ist. Der verschafft uns wiederum die Möglichkeit, den Imperator Taurus dann eventuell als einer Diener, den Erzmagier Ragnaros, was natürlich am besten wäre, weil der 8 Schaden einem zufälligen Feind zufügt, oder aber Ronin aufs Feld legt. Das ist wie gesagt der einzige kleine Unterschied, ansonsten stinknormaler Tempomage. Wie das Ganze so funktioniert, wollte ich euch so ein Spielchen demonstrieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das brabbelnde Buch, das behalte ich mal. Den Frostblitz für seinen SI7 Agent, die Arkanengeschosse packe ich erstmal weg. Hallo. Hallo. Ihr wollt einen Zauber würfeln? Das will ich auch. Gegenzauber ist beim Schuck natürlich immer nice. Macht er Coin und Heldenfähigkeit oder? Den. Okay. Ja, wie jeder vernünftige Schurke hat auch er bestimmt Meucheln auf der Hand. Wenn nicht, habe ich auf jeden Fall den Gegenzauber und den Frostblitz, den ich einsetzen kann. Das wäre super. Ich bin bereit. Komm, kein Meucheln. Ich bin bereit. Sehr schön. Das sind jetzt wieder Entscheidungen, die ich treffen muss? Mein Gott. Entweder behalte ich Bordkontrolle. Den hau ich da rein. Ich opfer den. Wenn er den jetzt gerade schon nicht weggemeuchelt hat, wird er den jetzt auch nicht wegmeucheln. Gut, überlebt mein Zauberlehrling noch eine Runde und den Arkanschlag. Gut, jetzt kann ich dann in der nächsten Runde einen größeren Diener ausspielen, das ist schon mal sehr fein, aber ich habe jetzt ganz einfach meine Karten verfeuert. Hat aber lang gehalten. Hat aber lang gehalten, ja. Und direkt noch ein Azurblauen Drachen. Und nimm nochmal 4 Schaden. Wow. Drei. Boah, dann habe ich. Na, egal. Ein Mana zu wenig. Aber 6 Schaden sind schon eine ganze Menge, ne? So, jetzt kann ich in der nächsten Runde Karten ziehen und hier. Wenn er einen großen Diener ausspielt, tut er aber nicht. Ich glaube, da soll ich doch erstmal Karten ziehen, ne? Wenn ich den Imperator auf der Hand habe. Ich gehe aber auf Nummer sicher.
Ich repariere alles. Der gute alte Ritzelmeister. Das ist der Erz. Oh. Oh. Ja. Ich spiele ihn auf jeden Fall jetzt. Dann wird der ganze Gelodere billiger. Dann kann ich gleich den Antonidas ausspielen. Zwei Karten ziehen. Und drei Schaden verursachen. Kommen zwei Feuerbälle. Drei, sechs, das sind acht. Oder wir versuchen das mit dem Flammenschwörer zu rocken. Das glaube ich. Aha. Oh nee, das funktioniert so nicht, Leute. Ich ziehe nochmal zwei Karten. Ja, sauber. Ich denke nicht, dass er jetzt 15 Schaden machen kann mit seinen zwei Dienern auf dem Feld, eine Karte in der Hand. Bäm! Ja, noch nicht auf so einem hohen Rang. Aber das war meine Runde mit dem Barnes-Mage. Ich hoffe, ich konnte euch damit gut unterhalten. Und ihr seid auch bei meiner nächsten Partie wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Proteus. Ciao.